Charleston Island and in the heart of the Caribbean. 1960, eine Guerilla-Revolution led to peak Caribbean blockade, frozen in time for 70... Habe ich eigentlich auf Deutsch gestellt? Until a new leader was elected with a cure to rebuild paradise. El Presidente of Yara, Anton Castillo. Ah, da heißt aber eigentlich anders, ne? Wahre Yaraner, ich stehe vor euch bewaffnet mit der Wahrheit. Zu lange wurde uns unser Land von Politikern geraubt. Aber ihr habt eine Vision gewählt. Heilung. Einen Weg ins Paradies. Viviro, geschaffen von unseren brillanten Wissenschaftlern. Das effektivste Krebsmedikament, das die Welt je gesehen hat. Herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak. Verfeinert mit dem reinsten Dünger. Viviro ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Paradieses. Doch unser Paradies hat seinen Preis. Das werden unsere Gegner nie begreifen. Yara hat mich nicht gewählt, damit ich den leichten Weg gehe, sondern den richtigen. Und mit neu konzentriertem Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten. Wahre Yaraner werden überall auf der Insel auserwählt, um genug Viviro anzubauen, um die Welt zu heilen und unsere Heimat zu retten. Diese glücklichen Yaraner werden über eine Lotterie bestimmt. Sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden. Hey, Dani. Und als der wahre Yaraner, der jetzt... Mach den Scheiß aus. ...mit einem Lächeln... Precisamente. Das ist es, was Castillo will. Genug Politik, Lita. Glaubt ihr, die ziehen die wahren Yaraner ein? Es sind die Ausgestoßenen. Arme, Waisen, wie wir. Er bringt die Sklaverei wieder zurück. Nach Yara. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Warte mal, du bist abgehauen. In den Dschungel mit ein paar Guerilleros. Libertad. Jetzt bist du hier, um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren. Komm schon, das ist unser Abschied. Dani! Verdammt, sag doch was! Charakter auswählen. Was haben wir das letzte Mal genommen gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Erstmal herzlich willkommen zurück im Stück bei Far Cry 6. Ich würde schon sagen Primal, aber das ist noch länger her, also von der Jahreszeit her. Was haben wir noch genommen gehabt? War das männlich? War das weiblich? Ich glaube, das war männlich. Ach, Viva Revolution! Mein Name ist falsch geschrieben. Dani, du kannst Libertad helfen. Du bist ausgebildet. Du hättest längst Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wärst. Komm doch mit uns, Lita. Ei, du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexiko. Abendessen in Miami. Gonio! Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje, was ist los? In del mundo. Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Scheiße. Verfick nochmal! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Und zwar jetzt. Alejo, nein! Ja, genau, mach. Alejo, Deckung! Scheiß Castillo! Alejo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Dani, Paradies wieder aufzubauen. Wir müssen weg. Ich glaube auch. Sofort! Das Boot. Du kommst. Versprich's mir, Lita. Sieh. Los, Dani. Ja, ich komme ja. Screenshot? Ups. Wenn wir in Miami sind, dann verabschieden wir uns von Alejo. Versprochen. Versprochen. Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Ich bin unbewaffnet, so bin ich unbewaffnet.
Komm, runter! Scheiße! Alles in Ordnung. Oh. Ich schon zäh. Duck mich mal. Bleib auf sich. Die Entdeckung fühlt sich, wenn. Achso, ja. Ja, okay, gut, das wissen wir ja. Komm mal aus dem. Bist du mal ans Telefon gegangen, Rojas? FND, kommt drauf! Das nächste Arschloch, das die Tür öffnet, muss Dani Rojas sein. Los jetzt! FBI, open up, kein Timsknick. Welche cool, jetzt Solarmodule dran. Lalala. Na Jungs, was geht? Gibt's eigentlich Loot? Hier lang. Sekunde. Nee, da scheint nichts zu sein. Okay, okay. Ich ergebe mich. Ich leiste keinen Widerstand. Oh. Ach, komm schon, ich hab Familie. Warte. Wir schießen. Oh, jetzt war der Kopf. Da ist was anderes explodiert. Oh oh, ich hab einen Schatten gesehen. Wir müssen uns beeilen. Wo ist denn die andere? Oh, die intelligenteste NPC der Welt wieder. Oh, das ist immer normal ein Far Cry. Oh, das ist immer dumm wie Brot. Hat der eine Waffe? Achso, ist keine Granate, ich dachte gerade. Ja, der ist kaputt. Können wir aus dem Gebäude. Ui, Panzer! Der Gebäude rauskommen ist ja einfach. Aber... Wir müssen diesen Platz überqueren. Sie werden uns sehen. Nein, werden sie nicht. Trau mir. Alle Eingezogenen müssen sich umgehen und in Häusern aufstellen. Tü-tü-tü-tü-tü. Ich laufe einfach mal durch. Das sind echt viele Soldaten, Lita. Wir nehmen die Kanalisation. Eine Ratos, also. Was sag ich halt, wenn ich beginne, jetzt durchzugehen? Da ist ein Panzer, Mann. Ich glaube, das sieht uns. Bereit, Dani. Los! Echt jetzt? Ich muss rennen? Oh, Mann. Jolo! In die Kanalisation. Wo bringst du mich hin? Wo ist meine Knarre? Da komm schon! Okay, halt allein. Der Fall der Revolution von 67. Erkennst du die Zeichen? Ja, aus unserer Kindheit. Die ist voll langsam. Ah, da ist ein Pfeil hier lang, okay. Ich soll jetzt da hoch. Oh, ich gerade schon da bin. Achso, okay. Ich dachte gerade, da geht's wieder raus. Die Oberfläche. Nicht! Oh, Miss. Das ist so krank. Wir haben es immer noch nicht alle. Ich habe Druck in die Kanalisation geschickt. Die ganze Stadt ist im Lockdown. Wie kommt der Fußball hierher? Lalalal. Scheiße. Geh weiter. Mama mia. Ich brauch Loot, Mann. Ich muss mich entstressen. Einfach runter. Nein, nicht die Leiter. Ach, spring doch. Vielleicht bricht schon ein Knöchel. Ah, oh, Elratos. Geht's da hin? Taschenlampe, hier ist nix. High Voltage, da fühle ich mich wohl. Ja, jetzt hopp, lauf. T, F, Flashlight, J, L, auch nix.
sind hier lang! Nein! Ich hab sie! Da ist jetzt aber wirklich einer. So viel Blut. Castillo kennt keine Gnade. Halt doch die... Warum quatsch nochmal? Warum sei doch lauter einfach? Das halt ja nicht eine Kanalisation oder so. Meine Fresse, ja genau, stampf noch ein bisschen rum, wollen wir noch eine Party hier machen, einen kleinen Rave-Club. Geschafft. Der Ausgang ist gleich da vorne. Ja, das denke ich mir, gibt einen neuen Weg. Nicht auf uns warten. Helikopter kurz vorbei, lasse. Mist, Sackgasse. Hi. Lass ihn kurz vorbei. Ich habe Geld! Scheiß, falscher Yarana. Ja, ich gehe ja schon zum Tod. Oh, ein Hüpf. Bleib bei mir, Lita. Lita? Ja, ich geh mal alleine. Sag ein dümmscher NPC, es gibt wieder ein Far Cry. Kein Loot für uns. Ich bin desaströs enttäuscht. Ja, lass uns ja. Scheiße. Guck mal, Deckung. Können wir sie hier lang? Los, oh. Los! Ach, bist du auch mal wieder da? Wo ist denn? Keine Ahnung, ach, dahinter kommt der Orkrand. Echt schlimm mit der. Aber sieht schön aus. Können wir ein paar Pflanzen mitnehmen? Ah, Schwester, bist du auch mal da? Was? Oh. Ja, ich hab doch geschlafen, hopp, weg dem Fachtarsch. Rita, die Seilrutsche. Wie in der Grundausbildung, was? Nicht eingezogene bleiben in ihren Häusern. In Esperanza gilt Ausgangssperre. Auf Befehl von El Presidente. Dani, alles okay? Ja. Da ist eine Terroristin in meiner Wohnung. Ich war gar nicht hier. Wollte ich nicht? Hi. Damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Oh, wo lang ist er? So, ich bin in der Mauer. Kein Zeit mehr, so hierher komme, einen umlege. Also. Wo steckst du? Ich glaube, er meinte, er kann fliegen. Das wird schlecht, wir sind wieder aufs Dach hoch. Ich bin nicht mehr im Helikopter. Torre de Leon. Das Tier ist ein verficktes Schloss. Danny, hier drüben. Und noch eine Seilrutsche. Verwallen würde mich sehr. Scheiße. Tschüss. Gelang jetzt im Bruch. Hätte ich es vorher lösen können? Hätten wir an das Ende provoziert? Wahrscheinlich. Okay. Komm halt zum Boot. Ja, da war der Kleider wieder runter. Hui! Komm ich da rein? Nö. Aber schäbige Textur, Alter. Komm ich da rüber? Ach, die Tür ist offen. Warte mal. Ah, falls ich aufgesprungen wäre. Ach so. Ja, laufst du? Hallo, Specki, mach mal Platz. Wo ist die Polizei, verdammt? Wollen die einfach zusehen, wie das Militär uns umbringt? Das ist die Polizei, Dani. Weil. Noche de la Muerte. Was gibt's denn heute? So rum. Kann ich nichts lesen. Ich glaube, sie suchen einen Arbeiter. Vielleicht brauchen wir ein paar bis Kräfte jetzt mehr wieder. Drüben
ist das Boot. Lauf! Scheiße. Tschüss. Hi. Weiter, Lita. Wir sind fast da. Geschafft. Einfach alle an Bord und los geht's. Wir müssen auf dieses Boot. Abuela, was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch. Hey. Hey. Marco, du findest so leicht Freunde. Dani, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. An seine Familie. Blödsinn. Alejo ist eine Waise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Komm, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Was soll denn die Scheiße? Nehmt uns mit. Wer kotzt denn da? Gracias. Gern geschehen, Chamaco. Hier. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht richtig, Dani. Wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus und auf der Akademie. Ach, was war das? Ich glaube, das war nicht gut. Nein, das ist nur ein Fischerboot. Sehr, nein, nein. Ja, komm, seid noch lauter. Dann wird es klar, was abgeht. Lass mich raten. Das Boot wird abgefackelt. Weil Gustavo Fring, der andere jetzt, ne, der meinen Decknamen, ein Arschloch ist. Also ich würde es in seiner Scheiße machen, würde es wohl abfangen. Bevor er El-Presidente wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Mijo. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fing. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! Du hast eine Kugel im Kopf jetzt, das ist super. Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Ist nicht wahr. Ich hab dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische? Die werfen wir wieder ins Wasser. Was ist da gerade passiert? Wir sind am Arsch. Ja. Vamos, vamos! Nein! Okay, sie lass es absaufen. Gut, okay, von mir aus. Wir haben auch eine Idee. Das Ding brennt ja nur. Ubisoft präsentiert Zusammenarbeit mit Ubisoft Shanghai. Death Stranding.
Lita! Ich spüre meine Beine nicht. Scheiße, Lita. Das ist meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Dani. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara. Libertad. Julio. Verdammt. Julio. Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf. Lita. Warte. Ich hole Hilfe. No. Gib ihr das. Clara wird dir helfen. Verstehst du's nicht? Du bist Fortunas Nummer eins. Fortunas Nummer eins. Lo siento, Lita. Far Cry 6. So, genau, so lange abgeschlossen. Ubisoft, Connect XP verdient. Kann man es einfach wegmachen? Muss ich mal gucken. So viele Tote. Scheiße. Ich nehme etwas Brauchbares und dann nichts wie weg. Ja. Das heißt, wir gehen Luder. Nö. Nö. Naja. Nichts zum Essen. Auch nichts. Wie so viele Tote? Hä? Ja, okay, das sind auch gestorben. Oh, Krebse. Ja, Vito. Ah, Kiste. Sorry. Verdammt, keine Munition. Such mal eine Kiste. Ich muss das Lager finden. Ich suche ja schon Munition. Neues Foto. Schön. Hat keiner von euch Munition? Wisst ihr, was mein Problem schon wieder ist? Auf dieser Seite ist ein Bild, das mir helfen könnte. Echt? Wie hole ich das raus? Tab. 2, 3, 4. Der G, Shift, Alt. Ich glaube, wir müssen da erstmal echt weiter. Ach, das sieht schön aus. Drüben ist ein Boot. Hä? Auch kaputt. Hilfe! Die haben mich hier gefangen. Ich kann schwimmen. Ich komme! Kann ich schnell speichern? Fotomodus. Warum mich auf 5. Foto? Ich werde es nicht verstehen. Hello, Chica! Chico! Wie? No! Es ist Boot da drüben. Das sind mehrere Boote. Arsch mich doch, einfach ein bisschen scheiße aus, die Boote. Wie hol ich das Handy raus? Das ist keiner erklärt. Eve Inventar? Ja, okay, das ist ja schon mal okay. Druckmaterial, Lager, so, 20er Schlüssel, bla. T für Telefon? Ne, das war das. Eindrücken bringt auch nichts. Ich hätte was zum Essen gehabt. Die hat doch eine Machete gerade in der Hand gehabt. Wenn ich wieder einen Pfeil und Bogen habe, ich vermisse ihn jetzt schon. FND Bunker 43. Nimm mir diese Pfeile. Wie schön ist eine Machete? Ja. Haha! Blaue Armbinde. Muss zu Libertad gehören. Herr Raphael. Nimm die Sprühfarbe, markiere die Wege, damit wir sicher durch die Landschaft zu unseren Verstecken finden und die Patrouillen aus dem Weg gehen. Blau ist die wahre Farbe unserer Fahne, nicht dieser Lumpen, den Castello herumschwenkt. Clara. Lo siento. Okay. Deine Familie wird wohl nie erfahren, was mit dir passiert ist. F für die Machete, okay.
Sagles Befestigung. Scheiße, wer schießt da? Ich muss kurz was ändern. Mich stört es gerade. Gameplay. Zielhilfe, automatisch Plakorb. Automatisches Lenken? Egal, Sitzerwechsel ein. Wo war das? Grafik? Erweiterte Einstellungen. Qualität. Nö, Farbe war es auch nicht. Monitor? Wo war denn das? Sekunde. Da, jetzt Stelle. Also F ist Machete schwingen. Gut. Jetzt, okay, ich dachte schon, die trifft nicht. Umrandung habe ich aktiviert gerade. Von Verrätern, innerer Verwesung. Woher ich wusste, dass du für Libertad plünderst? Ich habe es gerochen. Deshalb bist du jetzt. Ich werde Meldung erstatten. Und du wirst langsam aufgefressen. Stück für Stück. Von den. Da sucht wohl noch jemand nach Clara. Okay. Ich zieh gleich jetzt nicht weg. Und ablegen. Okay, das funktioniert. Gestern nachts sank vor der Küste ein Flüchtlingsschiff. Findet das Wrack und durchsucht es nach Überlebenden. Falls ihr welche findet, bringt sie direkt zur Plantage. Wir brauchen nach dem Cholera-Ausbruch mehr Leute auf den Feldern. Ach, Cholera. Kommandante Rosario. Was ist das? Könnte nützlich sein. Munitionshose, Beinbekleidung. Cool. Ah, halten. Oberteil, Handgelenk, Beinbekleidung, Schuhwerk. Okay. Da ist die neue Waffe. Gut. Wenn ich auch schon mal umschauen können. Ganz gefährlich wieder, ne? Ach lol, da war ich doch gerade an der Stelle. Dachte mir so, wo geht's denn da lang? Dass hier mal einer ein, wie klein die Welt ist. Ist das Schicksal? Ruhe in Frieden, Lita. Ist ja mal witzig. Wie das Handy ist ein Bild, mir helfen könnte. Ja. Aber ist ja mal interessant. Das heißt, wir nach einem Weg gehen können. Cool. Wir können jetzt auch hochgehen. Da steht was? Aufklärungsbericht. Wie befohlen wurde, führte ich meinen Trupp um 0500 auf Streife. Gefreite Diaz verstauchte sich den Knöchel. Gefreiter Perez wurde zum Laterinendienst eingeteilt, da er versehentlich seine Waffe abfeuerte. Keine Spur von Guerrillos. Sie sahen uns vermutlich kaum und sind zurück in ihre Löcher gekrochen. Ich glaube jetzt weniger. Ach so, ich nur lesen, nichts mit Tür aufmachen oder so. Naja, typischer Türrassismus wieder. An Türen wird nie gedacht. Werkzeugkiste. Hallo. Recycles. Recyclingmaterial. Kann ich Äpfel auch essen? Mann! Immer dieser Obstrassismus. Naja, machen wir weiter. Es fehlen noch ein paar Minuten, ne? Woran kann es setzen? Rote Stromleitung, okay. Ich will eigentlich nicht rumballern. Ich bin gerade mal 21 Schuss, das ist nicht so viel. Ich muss Spaß mit dem Geh. Ein Boot stellen, mich aus Yara verpissen. Kinderspiel. Und jetzt führe ich schon Selbstgespräche. Perfekt. Verdammt! Das war ein sauberer Kopfschuss!
Einmal beschädigtes Fleisch. Ist auch keine Auseinandernahme. War vielleicht dumm, aber ich habe da direkt einen Headshot-Kappe. Okay, ich glaube, da kommen wir später schon mal lang. Ist ja schon mal dazu verdammt, überall hinzukommen. Oder schon mal hier lang zu laufen. Einfach mal, wisst ihr, es wäre geil, wenn einfach mal irgendwo hinlaufe, alles im Grunde mache. Nicht die beste Zeit für die Guerilla. Ist eine Weile her, dass ich sowas benutzt habe. Lederhaken benutzen. Ah. So, kommen wir da hoch? Ja, wunderbar, links geht. Lara kriegt nicht gern Besuch. Ah, lauter Sprühdosen, okay. Machen wir da einfach raus. Dann hat sie gleich mit. Ah, okay. Ich halte es jetzt eine für die klügste Idee, mit einer Waffe, mit einer gezogenen da rumzulaufen. Wenn die das sehe, könnte Akku werden. Weiß ja sehr, dass manche für einen Gegner sind. Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Dani. Eine Freundin von Lita. Silencio. Bist du die einzige Überlebende? Lara Garcia. Antworte mir. Ich fragte, bist du die einzige Überlebende? Ja. Glückspilz. Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier, das ist, was zählt. Ein Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen. Ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, Hermana. Lita sagte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wärst keine Pussy. Komm, Mierda. Du bist weise, sieh. Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Ihr alle. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar hilft nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du Yara mit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Yara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach. Castillo hat was? 300.000 Leute? Ich zähle 6 ausgebrannte Guerilleros und dich. Mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Große Karte. Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf 6 dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Vivero-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Aber wir sind Guerilleros. Wir kennen dieses Land wie niemand sonst. Von unseren Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Yara wie ein Netz. Und jetzt gehören sie uns. Sie erleichtern uns Überfälle auf Soldados und bieten ein gutes Versteck, wenn man von der Armee verfolgt wird. Außerdem lagern wir dort Vorräte. Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Die ist für Touristen. Ja, sie ist etwas veraltet, aber es sind alle Regionen, Gemeinden und Wahrzeichen von Yara verzeichnet. Du gewöhnst dich dran. Ich organisiere uns jetzt ein Boot. Ein paar der Anwohner schulden uns noch was. Und du musst Juan Cortés für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt wie 1000. Okay, cool. Du weißt, ich bin keine Guerillera. Hast du das Lita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß.
Leb dich ein und gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. So. Gewehr. Oh, bisschen. Ein Bein. Aus zweite ganz kurz. Gut, dann sehr gerne. Dann müssen wir schon mal dabei sein. Bis zum nächsten Mal bei Far Cry 6. Tschüss. Thank you.